Die Wiener Urkunde startet im ersten Teil mit der Verkehrsschrift. Es wird zunächst der Schreibraum definiert, der durch vier Linien gleichen Abstandes gebildet wird. Diese Linien heißen Obergrenze, Oberlinie, Grundlinie und Untergrenze. Der Abstand zwischen zwei Linien wird als Stufe bezeichnet. Innerhalb des Schreibraums werden die Mittlaute definiert, die wir auch salopp als Stenoalphabet bezeichnen. Die Hilfslinien, die den Schreibraum bilden, werden nur im Anfang gebraucht. Später können wir sie weglassen und sie uns nur noch denken. Das ist sehr praktisch, weil wir dann überall mit Bleistift und Papier stenografieren können. Das gilt natürlich auch später für das Schreiben mit bloßen Fingern auf einem Smartphone oder Tablet.